Hey Freunde, da sind wir wieder. Neue Folge Lego Marvel, neue Woche. Das heißt auch diese Woche wieder dienstags, donnerstags und samstags neue Folgen. Wir sind aber noch im Hochsicherheitsgefängnis. Und ja, ich habe euch ja beim letzten Mal so ein bisschen die Frage gestellt. Vorweg, ich muss sagen, ich finde es schade, dass so ein bisschen die Kommentare zurückfahren. Ich hoffe, das ändert sich wieder ein bisschen. Weil natürlich gerade in so einer Serie, wenn ich euch frage, worüber wollt ihr was hören, und dann gibt es irgendwie nur so eine Handvoll Kommentare, ist das immer relativ schade. Die meisten haben gesagt, sie wollen ein bisschen mehr zu Wolverine hören und vielleicht speziell dem Weapon X-Programm. Und ja, ich denke fast, das wird heute nochmal so ein bisschen unser Fokus sein, auch wenn wir ja schon relativ viel von Sabertooth gesehen haben. Und vielleicht werde ich gleich noch ein bisschen über Sabertooth reden, weil man muss natürlich sagen, Wolverine und Sabertooth haben einfach eine Geschichte, die stark miteinander verbunden ist. Und wenn man über einen spricht, passt es ganz gut, dass man über den anderen spricht. Es gab einige in den Kommentaren, die haben gesagt, sie würden vielleicht auch gerne was zu Wolverine und den X-Men hören. Das Problem dabei ist, es gibt, und das habe ich erfahren, weil ich die Tage einen Podcast zu Lego Marvel aufgenommen habe, es gibt einen kompletten Level, der sich um die X-Men noch dreht. Das heißt, da will ich noch nicht zu viel von den X-Men vorwegnehmen, aber wir werden heute vielleicht ein bisschen über Wolverines Weg zu den X-Men sprechen, weil das unmittelbar mit Waffe X verbunden ist. Ich habe es ja schon mal erwähnt, beim letzten Mal habe ich relativ darüber gesprochen, Wolverine angeheuert für Team X, mit Gedankenkontrolle vom amerikanischen und kanadischen Geheimdienst unter Kontrolle gehalten. Und während seiner Zeit bei Team X führte das eigentlich dazu, dass, naja, so die Regierung auf ihn aufmerksam wurde immer weiter und speziell auf seine Heilfähigkeit. Deswegen war Wolverine dann damals einer der ersten Kandidaten für das Waffe X-Programm. Und das heißt, Waffe X ist im Grunde genommen das, was, also war im Grunde genommen der Codename für Wolverine damals zu seiner Zeit. Und war streng genommen, jetzt gucken wir mal kurz, was hier passiert, nicht, dass eine Zwischensequenz einsetzt. Nee, sieht nicht so aus, sehr gut. war also quasi in seiner Zeit als Waffe X passierte das, was wir hier sehen, diese Adamantium-Claws, die er bekommen hat. Das heißt, ich habe es ja beim letzten Mal erwähnt, ursprünglich hatte Wolverine halt Knochenklauen. Das wurde alles im Waffe X-Programm ersetzt. Man hat also wirklich versucht, als Wolverine durch Gedankenkontrolle den perfekten Soldaten zu machen, den man unter der eigenen Führung behalten kann, auf den man, ja, wie sage ich es am besten, den man für seine Zwecke ausnutzen kann. Und durch diesen Heilungsfaktor war Wolverine halt einer der ersten Kandidaten, den man wirklich dann, dessen komplette Knochenstruktur man mit Adamantium ersetzen konnte. Was dann halt dazu führt, dass Wolverines, ja, Knochen eigentlich kaum, ja, auflösbar sind heutzutage. Und wie gesagt, während dieser Zeit als Waffe X, und da gibt es relativ ikonische Bilder, wo man Wolverine mit so einem riesigen Helm aufsieht, er wurde halt zu so einer Puppe, hat ständig einen Helm aufgehabt, durch den seine Gedanken im, ja, wie sage ich es, im Tritt gehalten wurde, komplette Gedankenkontrolle, hat komplett vergessen, alles was vorher war, musste als Test ganze Dörfer töten, um so seinen Red-Test zu bestehen, um zu sehen, ist er wirklich bereit, ja, Leute umzubringen und auf die Anweisungen zu hören, die er kriegt. Und am Ende hat Wolverine es tatsächlich geschafft, dem Waffe X-Programm zu entfliehen durch Winter Soldier. Da habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, wird er im neuen Kinofilm von Captain America eine tragende Rolle spielen. Hat es also wirklich geschafft, dem Programm zu entkommen, und er hat dann irgendwie auf seinem Weg aus dem Waffe X-Programm raus so ziemlich alles abgemetzelt, was ihm in den Weg kam. Und ja, man möchte fast sagen, war eine reine Bestie auf seinem Weg nach draußen. Und ihr müsst euch das vorstellen, Wolverine jahrelang, oh hier Deadpool, jahrelang halt wirklich geknebelt und, oh Stanley, eigentlich, naja, unter der Fuchtel, keine freien Gedanken irgendwie mehr gehabt. Und ja, als er dann rauskam, tatsächlich einfach nur noch die Urinstinkte hat walten lassen, sich rausgekämpft und verschwand dann jahrelang eigentlich in den... Mein Gott, labern die hier gerade? Ich will euch doch ein bisschen was erzählen. Ja, und hat dann wirklich jahrelang, das ist jahrelang, aber relativ lange in den Wäldern gelebt, und so die primären Instinkte hat walten lassen. Gerade rechtzeitig für die große Flucht geschafft. Überall Superschurken. Superschurken, macht Bekanntschaft mit meinem Superanzug. Ja, der Anzug.
Braucht noch ein paar Änderungen hier und da. Meine ich das nur oder zieht es hier plötzlich ein wenig? Zeit, ihm ein Ende zu setzen. Endlich. Na komm schon, mein Junge. Okay, das war ein verflucht epischer Teil gerade in diesem Spiel. Diese ganzen Superschurken, die aus ihren Zellen entlassen wurden und Stan Lee natürlich. Ja, wo waren wir? Also, Wolverine, wie gesagt, in die Wälder geflohen, hat da eigentlich jahrelang unter Wölfen gelebt, so als, man möchte fast sagen, wie ein Tier hat er da gelebt und wurde dann irgendwann von Guardian und Vindicator, also Heather und James Hudson gefunden, die relativ schnell erkannt haben, okay, da stimmt was nicht, haben die Fähigkeiten von Wolverine gesehen und haben ihn dann ins Department H geführt, also Department H, wo Wolverine, der natürlich keine Erinnerung mehr hatte an seine Zeit als Waffe X, denn dadurch, dass er die ganze Zeit halt unter der Kontrolle dieses Helms stand und die ganze Zeit unter konstanter Gedankenkontrolle mit seiner Erinnerung gespielt wurde, hat Wolverine nach seiner Flucht einfach keine Erinnerung mehr gehabt, was in seiner Zeit als Waffe X passiert ist. Und somit war es für Wolverine dann auch, als er von Guardian und Vindicator so in die Zivilisation zurückgeführt wurde, war es für ihn auch nicht das riesige Problem, dann wieder für eine Agency zu arbeiten. Also Department H ist ein kanadischer Geheimdienst, war das. Wolverine hat für die gearbeitet und deswegen gab es da nicht so dieses, wie sage ich es am besten, die Skrupel, die könnten ja irgendwie ausnutzen, aber genau das ist wieder passiert, denn quasi von einem Gedankenkontrolle-Institut zum anderen Kontrollinstitut, denn während seiner Zeit in Department H hat er zwar keine Erinnerungen mehr gehabt an die Zeit als Waffe X, aber trotzdem wird Wolverine immer noch für sehr fragwürdige Einsätze teilweise benutzt. Und es ist ja lustig, dass wir hier gerade Hulk und Wolverine gemeinsam haben, denn eine ersten Auftritte von Wolverine in Department H damals in den Comics war tatsächlich ein Kampf zwischen Hulk und Wolverine, dass Wolverine Hulk aufhalten sollte, der sich damals in den kanadischen Wäldern aufgehalten hat. Eigentlich sehr amüsant, die beiden hier zusammen. Und naja, während dieser Zeit, wo es dann diesen großen Kampf zwischen Wolverine und Hulk gab, sieht es dann tatsächlich so aus, dass wir dass Charles Xavier einfach aufmerksam geworden ist auf Wolverine, denn hat viel von ihm gehört, hat viel von seiner Arbeit gehört und wurde einfach sehr aufmerksam auf ihn. Meldete sich dann bei Department H und bot eigentlich Logan relativ unmittelbar eine Stelle an bei den X-Men. Das Kuriose ist, dass Wolverine relativ schnell angenommen hat, von seinen Vorgesetzten so die Freigabe bekommen hat, was dann so nach ein paar Heften klar wurde, war die Tatsache, dass Wolverine weiterhin mit einer Gedankenkontrolle darauf angesetzt wurde, Charles Xavier zu töten. Also wurde quasi eingeschleust, wovon er ja nichts wusste, wo dann relativ schnell rauskam, okay, Department H hat auch mit Wolverines Gedanken gespielt, genau wie es vorher das Waffe-X-Programm gemacht hat. Sollte Charles Xavier töten, der wusste aber von Anfang an, dass genau das geplant war und konnte Logan dann endgültig befreien und bot Logan dann wirklich seine Hilfe an, seine Erinnerungen aus der Zeit von Waffe-X zurückzugewinnen. Und so haben wir tatsächlich den klassischen Einstieg von Wolverine in die X-Men. Eine unglaubliche Verbundenheit zwischen Professor X und Logan, die danach entstanden ist. Und das ist der Weg von Logan in die X-Men. Also klingt auf den ersten Blick... Sekunde mal kurz. Sorry, ich musste mal eben kurz mein Bildsignal fiel für eine Sekunde aus. Ein relativ bewegter Weg, muss man sagen, von Logan. Und wir werden mit Sicherheit nochmal später über Wolverines Rolle heute in den X-Men sprechen, wenn wir dann wirklich diese X-Men-Folge haben. Gorilla.
Mystik. Ja, und da wir hier so prominent eigentlich die ganze Zeit Sabertooth sehen, will ich jetzt noch ein paar Worte zu Sabertooth sagen. Keine Ahnung, wie lange der Bosskampf dauert, deswegen vielleicht ein bisschen abkürzen. Ursprünglich mal in den 70er Jahren erschaffen von, ich glaube es waren Claremont und Bine. Und damals eigentlich nicht als irgendeine Art Hauptcharakter erschaffen, der heute ist. Heutzutage ist Sabertooth halt schon einer der wichtigsten Schurken, möchte man fast sagen, gerade wenn es um Wolverine geht. Damals aber eher als eine Art Nebencharakter erschaffen. Main Villain dann wirklich erst in den 80er Jahren geworden, als es um das große oder um die große Storyline, das Mutant Massacre ging. Lohnt sich auf jeden Fall mal nachzulesen, denn da kam Sabertooth dann zum ersten Mal so wirklich als Hauptschurke auf die Bühne und von den Fähigkeiten eigentlich relativ ähnlich. Also er hat einen Heilfaktor wie Wolverine, hat geschärfte Sinnmenge, hat extrem scharfe Krallen, was dann auch später durchs Waffe-X-Programm durch Adamantium-Krallen ersetzt wurden. Also teilweise Charaktere, die relativ ähnlich sind und man muss sagen, es ist gar nicht so viel über das frühe Leben von Victor Creed, Sabertooth, bekannt. Das heißt, was wir wissen, ist, dass er als Kind, und das ist ja so eine Gemeinsamkeit, die, glaube ich, bisher jede Backstory irgendwie hatte, über die wir gesprochen haben, als Kind auch von seinem Vater schwer misshandelt worden, wurde im Keller eingesperrt, hat kaum zu essen bekommen. Das Problem bei diesen ganzen Erinnerungen von Sabertooth ist immer, dadurch, dass Sabertooth, und da haben wir gerade ja schon drüber gesprochen, dass mit den Erinnerungen von Wolverine viel gespielt wurde und viel manipuliert wurde, bei Sabertooth ist die Sache nochmal viel schlimmer gewesen. Also man weiß eigentlich heutzutage nie, welche Erinnerungen sind echt, weil Sabertooth im Laufe der Jahre so viele Gedankenmanipulationen über sich hat ergehen lassen, dass es ja kaum auszuhalten ist. Aber wie gesagt, Vater misshandelte ihn, sperrte ihn im Keller ein, wegen der Mutation, weil er es nicht ertragen konnte. Manchmal wünschte ich hätte Regenerationsfähigkeiten. Wie du. Was übrigens eine Gemeinsamkeit in vielen dieser Origin-Stories einfach ist. Und am Ende die Story mit Wolverine kommt damit zusammen, dass beide sich irgendwann so Anfang 1910 oder sowas in der kanadischen Kolonie fanden, das habe ich ja beim letzten Mal schon mal so einigermaßen erklärt, war da eigentlich dafür bekannt, dass er die Leute der Kolonie relativ stark einschüchterte, bis irgendwann Logan auftauchte, der sich irgendwie nicht einschüchtern ließ und das gefiel Sabertooth so gar nicht. Viel weniger gefiel es ihm dann noch, als Logan eine Beziehung mit Silver Fox, eine Ureinwohnerin, einging und entwickelte da eine verdammt starke, wie sage ich's, Rivalität mit Logan, konnte das einfach nicht anerkennen, dass dieser merkwürdige Typ, der eben sich da widersetzt, dann auch die tolle Frau kriegt, versuchte dann Silver Fox zu vergewaltigen, tötete sie, auch wenn wir Jahre später erfahren haben, dass Silver Fox gar nicht tot war, aber das führte eigentlich so zu diesem grundlegenden Konflikt zwischen Logan und Wolverine, der dann tatsächlich das erste Mal Gestalt annahm, kurz nachdem er Silver Fox getötet hat. Damals gewann Creed und da kommt so eine Sache rein, die viele Jahre Bestand hielt, denn jedes Mal am Todestag oder am ursprünglichen Todestag von Silver Fox, denn sie starb damals zwar nicht, auch wenn beide Charaktere das glaubten, jedes Mal am Todestag spürt Sabertooth Wolverine auf und kämpft mit ihm, einfach um diesen Schmerz erhalten zu lassen und ihn daran zu erinnern, ja, ich habe damals deine Freundin getötet und unglaublich krasse Story und dahingehend auch natürlich eine unglaublich dichte Intensität zwischen diesen beiden Charakteren, denn es ist so die typische, hier, ich bring deine Freundin um und du kannst nichts dagegen tun und jedes Jahr komme ich zurück und erinnere dich dran, also extrem heftig. Was man erwähnen muss, Sabertooth, auch wenn er mittlerweile wieder da ist, vor ein paar Jahren tatsächlich mal von Wolverine dann endgültig getötet worden. Oder endgültig sollte man vielleicht als Begriff nicht verwenden, wenn ich sage, er ist mittlerweile wieder da. Aber das war großartig. Bei einem dieser Geburtstage, wo die beiden sich dann getroffen haben, gekämpft haben, hat Wolverine ihm dann endgültig den Kopf abgeschnitten. Was einfach eine coole Story war und Sabertooth ist einfach ein interessanter Charakter, gerade im Zusammenspiel mit Logan. Ich fand Sabertooth natürlich,
Also man muss immer also zugeben, er war alleine damals in seiner Anfangszeit nicht der besonders interessante Charakter, weil nicht so viel Substanz drin war. Dann kamen diese Stories mit Wolverine, dann kam das besonders Mutant Massacre, was fantastisch war als Story. Ich meine, der Name gibt schon vorweg, dass es sehr blutig war. Und im Laufe der Jahre wurde Sabretooth halt immer psychotischer gemacht. Das heißt, anfangs eigentlich teilweise von Ehrgeiz, von Gier, von Eifersucht getrieben, im Laufe der Jahre dann immer wieder der Charakter, der es nur darauf angelegt hat, anderen Schmerzen zuzufügen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Wolverine Teil des Team X war, bevor er dann Teil von Waffe X wurde. Und in diesem Team X war er gemeinsam mit Sabretooth unter anderem auch drin. Das war zu der Zeit möglich, weil jeder wird sagen, warte mal, wie kann das möglich sein, wenn der deine Freundin getötet hat? Wie könnt ihr im gleichen Team sein? Gedankenkontrolle. Beide in der Zeit keine Erinnerung an ihre frühere Zeit gehabt, arbeiteten somit zusammen. Aber schon während der Zeit zeigte sich, dass Sabretooth einfach komplett durchgeknallt ist, denn hatte damals schon irgendwie so eine kleine Angewohnheit, dass er auf jeder Mission Unschuldige tötete, was natürlich im Team, ja, damit macht man sich nicht besonders viele Freunde, wenn man für eine Government-Organisation arbeitet und dann regelmäßig Menschen umbringt. Und ja, also wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, also gerade wenn man mit Sabretooth einsteigen will, lohnt es sich so die ersten Wolverine-Comics zu lesen. Das ist auf jeden Fall ein guter Einstiegspunkt, genauso wie gesagt, Mutant Massacre ist fantastisch, sollte man auf jeden Fall auch lesen. Auch wenn er heute natürlich einer der Main-Villain ist, gerade wenn es um X-Men geht, gerade wenn es um Wolverine selbst geht, ist natürlich nicht so ein High-Profile-Charakter, wie jetzt zum Beispiel ein Loki zum Beispiel, der überall auftauchen kann. Ich glaube, wir werden nie irgendwo mal einen Kinofilm erleben, wo Sabretooth der Main-Villain ist, aber es ist einfach, es ist ein cooler Charakter und gerade wenn man dieses Zusammenspiel zwischen Wolverine und Sabretooth in, naja, berechnet und mit ins Spiel reinnimmt, dann wird die Sache unglaublich gut und hier im Spiel wird ja auch mal damit gespielt, dass man so diese Feindschaft der beiden hat. Wir haben veränderte Storylines in den Wolverine-Filmen erlebt, wo die beiden, glaube ich, in den Wolverine Origins waren die beiden, glaube ich, Brüder, wenn mich nicht alles täuscht, was natürlich nicht so ist. Im ersten X-Men-Film, da hatte man dann diese Rivalität, dass die sich einmal pro Jahr aufspüren war drin. Was für ein Chaos. Wer ist noch entwischt? Ich nehme noch andere Superschurkenfährten auf. Mandarin, Red Skull und Loki. Wo ist Thor? In Asgard. Er muss das wissen. Wer zum Teufel ist denn so doof und sperrt Loki mit seinem Zepter ein, liebe Freunde? Kann mir das mal einer verraten? Naja, gut, ja, wir werden für diesen Part jetzt wieder Feierabend machen. Ich hoffe, ihr eure Infolust an Wolverine ist so ein bisschen gestillt, ein bisschen was zu Sabretooth habt erfahren. Wir werden mal gucken, wer die nächsten Charaktere sind, wenn wir weiterspielen und dann mal gucken, zu welchen Charakteren ich mir dann meine Infos aus dem Hinterstübchen saugen darf. Ist für mich ja wirklich immer so ein sehr spontanes Info-Raus-Kram aus dem Hirn, aber es hilft natürlich, dass ich viel über Comics weiß. Gut, weiter geht's beim nächsten Mal.